Ja? Ich nehme eine Menge, ich nehme eine Operation oder mehrere Operationen und betrachte das zusammen als Bündel, als zusammengehörig, als algebraische Struktur. Und jetzt sieht man hier, es gibt zwischen bestimmten algebraischen Strukturen Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Zu manchen unterscheiden sie sich. Und diese Abstraktionsebene, also man schaut sozusagen auf die Zahlenmengen mit ihren Operationen von oben, von der höheren Warte und entdeckt da Gemeinsamkeiten, strukturelle Ähnlichkeiten. Das ist Inhalt der Hochschulalgebra und das wird sozusagen auf einer abstrakten Ebene beschrieben. Und das machen wir jetzt mal heute für die Sitzung. Und zwar führe ich zunächst mal eine algebraische Struktur ein und Sie untersuchen später dann bestimmte konkrete algebraische Strukturen, ob die die Eigenschaften dieser Struktur erfüllen. Und die populärste algebraische Struktur überhaupt, das ist die Gruppe. Die definieren wir uns jetzt mal. Definition. Gruppe. Ab und zu taucht mal in der Mathematik der Begriff Gruppentheorie auf. Das ist genau das, sozusagen ein Untergebiet der Algebra, in der es um Gruppen geht. Also was ist eine Gruppe? Definieren wir uns jetzt. Eine algebraische Struktur. Und das bezeichne ich jetzt mal ganz allgemein mit einer Menge und einer Operation. So. Irgendeine Menge, irgendeine Operation. Dieser Kringel da, der hat jetzt keine andere Bedeutung als, das ist eine Operation. Okay, keine Ahnung, was das ist. Im konkreten Fall kann das irgendwas sein. Hier ist jetzt erstmal total allgemein. Eine algebraische Struktur heißt Gruppe. Genau, dann wenn die folgenden Axiome erfüllt sind. Es gibt gewisse Axiome, die festlegen, wann etwas eine Gruppe ist und wann nicht. Und die erläutere ich Ihnen jetzt. Das erste Axiom hatten Sie bereits genannt, das Axiom der Abgeschlossenheit. Und das kürze ich mal mit ab, ab. Okay? Abgeschlossenheit. Also das erste Axiom fordert, die Gruppe oder die Menge ist bezüglich der Operation abgeschlossen. Die Menge G ist bezüglich der Operation abgeschlossen. Und ich schreibe Ihnen auch mal hin, was das formal bedeutet. Das bedeutet, für alle A und B aus G existiert ein C aus G, sodass A verknüpft mit B gleich C ergibt. Egal welche beiden Elemente Sie nehmen aus G, wenn ich sie miteinander verknüpfe, kommt wieder was raus, das in G ist. Hatten wir hier bei natürlichen Zahlen und Plus beispielsweise, ich verknüpfe zwei Zahlen aus natürlichen Zahlen, addiere die,
verknüpfe die mit der Operation Addition und dann kommt wieder eine natürliche Zahl raus. Das heißt, natürliche Zahlen sind bezüglich der Addition abgeschlossen. Die natürlichen Zahlen sind bezüglich der Subtraktion nicht abgeschlossen, weil nicht immer ein Element aus den natürlichen Zahlen existiert, sodass a minus b gleich c ist. Okay, das ist das erste Axiom. Das zweite Axiom ist, haben wir auch schon drüber gesprochen, Assoziativität. Die Operation Kringel ist assoziativ. Ich schreibe Ihnen auch hin, was es formal bedeutet, das haben Sie aber bestimmt alle schon mal gesehen. Für alle A, B, C aus der Menge G gilt A verknüpft mit, und jetzt kommt's, ich verknüpfe erst B und C und anschließend mit A, das ist das gleiche, als wenn ich erstmal A mit B verknüpfe und dann mit C. Das ist die Assoziativität. Drittes Axiom, Neutralelement. In G gibt es bezüglich der Operation Kringel ein Neutralelement. Was ist ein Neutralelement? Ein Neutralelement ist ein Element, das, wenn ich es mit einem anderen Element verknüpfe, überhaupt nichts ändert. Es belässt das andere Element so, wie es ist. So könnte man sagen, könnte man Neutralelement verstehen. Also, wenn man es allgemein formuliert, es existiert ein N, und das heißt hier zumindest, es existiert mindestens ein N. Ja, man kann später zeigen, dass es genau eins gibt in einer Gruppe. Das machen wir aber nicht, das macht man Algebra. Es existiert ein N aus G, sodass für alle A aus G gilt, A verknüpft mit N ist dasselbe wie A. Ja, und es ist egal, ob ich es rechts oder links dran verknüpfe. Es gibt ja manchmal Operationen, die sind nicht kommutativ. Ne? Insofern muss man das hier mal getrennt betrachten. Also egal, ob ich das Neutralelement von rechts oder von links an mein A ran verknüpfe, es kommt immer A raus. Und zwar egal, welches A ich nehme. Für alle Elemente gibt es ein Neutralelement, das diese Funktion eben des Neutralelements übernimmt. Frage an Sie, natürliche Zahlen mit der Operation Plus. Was ist das Neutralelement? Ja? Die Null. Genau, die Null. Ne? Sie wissen, natürliche Zahlen, da kann man sich die Null mitdenken oder nicht. So wie ich es jetzt hier rangeschrieben habe, nach meiner Konvention ist die Null nicht mit dabei, dann gäbe es kein Neutralelement. Ne? Wenn ich die Null mitdenke, so, dann gibt es ein Neutralelement. Und das ist völlig wurscht, welches Element Sie aus natürlichen Zahlen nehmen. 0 plus a ist gleich a plus 0 ist gleich a. Gibt es ein Neutralelement bei den ganzen Zahlen oder Multiplikationen? Die 1. Die 1, genau. Bei der Multiplikation sagt man häufig für das Neutralelement auch 1-Element, weil es ganz häufig so ist, dass bei der Multiplikation oder bei multiplikativen Strukturen dieses Element 1 heißt. Gut, ich habe gesagt, es sind 4 Axiome, brauchen wir noch ein 5. Ja. Wir brauchen jetzt noch ein 4. natürlich, ne? Ich bin mir sicher, Sie finden irgendeine Restklassenmenge, in der diese Rechnung gilt, die ich gerade gesagt habe. Okay, Inverse. Es gibt inverse Elemente. In G gibt es zu jedem Element ein
Inverses. Für alle a aus g existiert ein a quer aus g, sodass, haben wir gestern schon drüber gesprochen, was ist ein Inverses? Ich nehme ein Element, verknüpfe es mit seinem Inversen, dann kommt das Neutralelement raus. Wenn ich a mit seinem Inversen verknüpfe, kommt das Neutralelement raus. Und zwar völlig egal, ob ich das Inverse von links oder von rechts an a ran verknüpfe. Gibt es in den natürlichen Zahlen verbunden mit der Addition inverse Elemente? Also, die Frage ist, angenommen ich habe irgendeine natürliche Zahl, sagen wir mal die 2. Welches Element muss ich mit der 2 verknüpfen, damit das Neutralelement, die 0, herauskommt? Ja? Die 2 selber. Die 2 selber. 2 plus 2 ist gleich 4. Mist. Ja? Die minus 2. Die ist aber in der natürlichen Zahl nicht drin. So, das heißt, in den natürlichen Zahlen mit der Addition gibt es nicht für jedes Element ein Inverses. Für die 0 gibt es schon eins. Denn 0 plus 0 ist 0, egal von welcher Seite ich die 0 an die 0 ran verknüpfe. So, okay, aber für die 2 gibt es keins in natürlichen Zahlen. Wenn ich aber folgende Struktur betrachte, nehmen wir mal z und die Addition. In dieser algebraischen Struktur gibt es ein Inverses für jedes Element. Das Inverse für die 2 ist die minus 2. Das Inverse für die 3 ist minus 3. Das Inverse für die minus 5 ist 5. Und so weiter und so weiter. Ja? Das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied zwischen diesen beiden Axiomen hier. In mündlichen Prüfungen hört man öfter mal Folgendes. Das Axiom hier besagt, es gibt ein Neutralelement. Und das Axiom hier besagt, es gibt ein inverses Element. Das kann man so nicht stehen lassen. Es gibt ein einziges Neutralelement in einer Gruppe. Aber es gibt zu jedem Element sein persönliches Inverses. Also man kann nicht sagen, es gibt ein inverses Element, sondern höchstens es gibt inverse Elemente oder noch genauer, es gibt zu jedem Element ein inverses Element, sein ganz persönliches Inverses. Ja. Ja, es sind ja die natürlichen Zahlen der Operation, Addition, keine Gruppe, weil das Axiom ja nicht gilt. Überlegen wir uns mal, das ist eine gute Frage. Sind jetzt die natürlichen Zahlen mit der Addition keine Gruppe? Wenn sie eine Gruppe wären, müssten alle 4 Axiome gelten. Gilt die Abgeschlossenheit der natürlichen Zahlen mit der Addition? Gilt. Check. Gilt die Assoziativität der natürlichen Zahlen mit der Addition? Check. Gilt. Gibt es ein Neutralelement, wenn ich N0 betrachte? Ja, die 0. Check. Inverse Elemente? Gibt es nicht. Ich habe mindestens ein Element gefunden, die 2 hat kein inverses Element. Das heißt, die natürlichen Zahlen mit der Addition sind keine Gruppe. Wenn ich die ganzen Zahlen mit der Addition betrachte, abgeschlossen, ist assoziativ, gibt ein Neutralelement, die 0, und es gibt zu jedem Element ein inverses Element, heißt, die ganzen Zahlen mit der Addition sind eine Gruppe. So. Das heißt, Sie können jetzt ganz einfach testen, wenn Sie eine algebraische Struktur haben, ist es eine Gruppe oder nicht, indem Sie diese 4 Axiome durchgehen und überlegen, gelten die denn? Oder, was heißt überlegen? In dem Fall überlegen wir es uns, aber eigentlich muss man es beweisen. Ja. Ah, das Kommutativgesetz haben wir noch ausgelassen. Ne? Bei Gruppen fordert man das erstmal nicht. Es können Dinge auch, also Menge mit Operationen auch eine Gruppe sein, in denen das Kommutativgesetz nicht gilt. Wenn das Kommutativgesetz zusätzlich gilt, sozusagen als 5. Axiom, dann nennt man das eine kommutative Gruppe oder eine abelsche Gruppe. Anderer Begriff bedeutet dasselbe. Ja? Das schreiben wir auch nochmal hin. Wenn
Das Kommutativgesetz gilt. Gesetz gilt, dann heißt die Gruppe kommutativ, logisch, beziehungsweise Abelsch. Abelsch. So. Schreibe das Kommutativgesetz noch hin, da habe ich ein bisschen wenig Platz, aber ich stecke mal hier unten. Schreibe es mal hier hin. Das Kommutativgesetz, das Axiom schreibt man so hin. Für alle A, B aus G gilt A Kringel B ist gleich B Kringel A. Für alle muss das gelten, ja. Gibt es denn dann überhaupt eine Nicht-Kommutative? Gibt es. Es gibt tatsächlich nicht kommutative Gruppen. Von denen bislang nicht? Von denen bislang nicht, nee. Wenn Sie zum Beispiel in andere Gebiete gehen, wie die Matrizenrechnung oder die Verkettung von Achsenspiegelungen und so, da kommen Sie in Gebiete rein, die sind mitunter nicht kommutativ. Insofern fordert man für Gruppen erstmal nicht die Kommutativität, weil Gruppen so eine tolle Struktur sind und man durch die nicht, wenn man die Kommutativität noch als fünftes Axiom fordern würde für Gruppen, würde man ganz viele Strukturen ausschließen, sozusagen aus der Eigenschaft, eine Gruppe zu sein. Okay, also diese vier müssen erfüllt sein. Das fünfte Axiom ist ein zusätzliches, das nicht erfüllt sein muss, damit etwas eine Gruppe ist. Okay. So, jetzt gibt es aber zahlreiche Strukturen, die eben nicht all diese Axiome erfüllen, sondern nur ein paar von denen. Und eine weitere algebraische Struktur, die in diesem Kontext erwähnenswert ist, ist die Halbgruppe. Die Halbgruppe, also Strukturen, die nicht all diese Axiome erfüllen, sondern nur zwei, nämlich die Abgeschlossenheit und die Assoziativität, diese beiden Axiome. Wenn eine Struktur diese erfüllt, handelt es sich um eine Halbgruppe.